Sonntag, 18 Uhr, euer Girl Saschka ist wieder da. Ja. Und 603.000 Abonnenten später sehen wir uns wieder. Vielen Dank dafür! Natürlich auch vielen Dank von meinem Publikum. Was haben wir vor? Wir reviewen heute Dagi Bees Marke. Casamara heißt die Marke. Viele von euch haben mir E-Mails geschrieben. Ich sage das nicht so, wie alle Influencer das sagen. So, oh ja, voll viele haben gefragt, wo ich meine Hose her habe. Ich meine es ernst. Voll viele haben mir geschrieben, hey Saschka, mach doch bitte mal was zu Casamara. Und deswegen habe ich mir meinen Special Guest wieder an die Seite geholt. Hey guys! Ich bin's wieder. Ihr habt mich bestimmt schon vermisst. Und wir stellen uns heute die berechtigte Frage, brauchen wir noch eine Influencer-Marke? Das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr heute am Sonntag um 18 Uhr. Zuerst kommen wir mal zu etwas, was ihr gefühlt nie auf meinem Kanal seht. Nee, nicht mein Ohr, sondern Werbung. Und ihr schaut es euch an, weil ihr meine Zuschauerschaft seid und ich mich auf euch verlasse. Und zwar wird das Video gesponsert von Anyfin. Vielleicht ist das euch schon mal passiert, dass ihr etwas auf Raten gekauft habt. Beispielsweise Klamotten. Oder ihr habt schlicht keinen Überblick über eure abgeschlossenen Ratenkäufe. Und hier kommt Anyfin ins Spiel. Perfekt, jetzt fängt der Nachbar an zu bohren. Mann! Anyfin möchte dir helfen, aus deiner Schuldenspirale auszubrechen und das zu fairen Konditionen. In der App könnt ihr beispielsweise ein Bild eurer Ratenzahlung hochladen und prüfen lassen von Anyfin, ob ihr diese zu besseren Konditionen erhalten könnt. Wenn dies der Fall ist, wird euch ein Angebot zugeschickt. Funktionieren tut das Ganze durch die sofortige Abbezahlung deines Kredits, wodurch die alten Zinsen entfallen und du von da an nur noch an Anyfin zahlst und das im besten Fall zu besseren Konditionen. Alles ist hier verkürzt dargestellt, weshalb ich euch bitten würde, sich selbst zu informieren, inwiefern die App zu eurer Situation passt. Und es ist natürlich auch kein Freifahrtschein, euch ständig etwas auf Pump zu holen. Wenn euch Anyfin zusagt, könnt ihr gerne den ersten Link in der Beschreibung nutzen und euch darüber die App runterladen. Und ihr könnt gerne noch diesen Code hier benutzen, mit dem ihr Geld spart. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bevor wir zu der Marke kommen, ist es wie immer wichtig, einen Hintergrundcheck durchzuführen, um zu wissen, wieso, weshalb, warum und was befähigt Dagi Bee und ihren modischen Schöpfergeist dazu, eine Kollektion zu droppen. Dagi Bee ist bereits lange in dem Geschäft drinne. Sie hat Erfahrung in ihrem eigenen Merch. Sie hat Erfahrung mit Marken. Sie hatte bereits eine Make-up-Marke namens Boutique. Sie brachte zahlreiche Produkte raus, die bei DM zu finden waren, aber dann nach einem Jahr eingestampft wurden. Auch in Sachen Mode hatte sie schon Erfahrung. Erst mit sehr einfachen Designs, dafür aber mit sehr viel Liebe, wie ich das rausgehört habe. Aus den eher einfachen Designs wurden knallige Farben, sei es ein Rucksack aus Hologrammstoff, T-Shirts, Pullover, die ein bisschen so aussehen, als ob man auf LSD ist. Das war ihre eigene Marke. Manchmal konnte man es erkennen, weil da Dagi Shop drauf stand. Manchmal stand da 21-9 drauf, Dagis Geburtstag. Das ist so, wenn Leute sich ihren eigenen Geburtstag tätowieren lassen. Ne? Ist immer ein bisschen Panne. Und irgendwann hat auch das ein Ende gefunden. Aber nicht, weil es nicht gut ankam. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, es läuft wirklich sehr, sehr gut. Deshalb dachte man einfach, nein, es ist Zeit für was Neues. Es lief so gut, dass Dagi gesagt hat, jetzt machen wir dicht. Also ich mache einen erfolgreichen Laden zu, der so gut läuft, der läuft schon fast zu gut, muss 50% Rabattcodes gehen, so gut läuft der. Das heißt 40% Rabatt auf alles im Dagi Shop, schlag zu, solange der Vorrat reicht. Um dann eine andere Marke mit About You rauszubringen. Je öfter man sich das sagt, desto mehr Sinn macht es. Also in Dagis Welt. Sie wollte eine Marke schaffen, die unabhängig von ihrem Namen funktioniert. Deswegen hat sie auch die Hälfte ihres Namens in diesem Namen drin, aber ist egal. Der Name Casamara setzt sich aus zwei Namen zusammen. Einmal aus dem Nachnamen ihres Ehemanns, Kasakov, und Mara, das ist der Name von ihr, Dagmara. Ich will mich wirklich nicht drüber lustig machen, ne? Aber mit dem Namen hat es doch da nichts mehr zu tun, wenn man zwei Buchstaben ändert. Die Beschreibung ihrer Kollektion sieht folgendermaßen aus. Elegante Modetrends treffen auf Unisex Street Style. Mikasa Etu Sukasa, Patron. Das Power Couple vereint elegante Modetrends mit Casual Street Styles und legt den Fokus auf hochwertige Unisex-Teile in zeitlosen Farben mit einem Pop-of-Color. Der erste Drop setzt dabei auf ein royales Blau als Akzentfarbe, welches sich wie ein blauer Faden durch die Kollektion zieht. Casamara, Qualität, Komfort und Eleganz unter einem Dach. Oh, das müsste man eher in so einem Echo sprechen, wisst ihr? Casamara. Ich finde die Beschreibung relativ simpel, aber diese Kollektion ist auch simpel, ne? Was nicht unbedingt negativ sein muss, das sage ich gar nicht. Die Designs sind eher simpel, es gibt für jedes Geschlecht etwas, es sind relativ neutrale Farben bis auf den Anzug. Die Preise befinden sich eher in einer höherpreisigen Kategorie, was mit der Qualität zu tun haben könnte, das finden wir ja raus im Verlauf des Videos, oder
Hier wurde einfach nur eine extrem hohe Marge angesetzt. Mich persönlich wundern die Preise. In einem Video befindet sich ein ausgefallener Pulli für zu teuer. Ich glaube, das war der. Oh, der kostet 129 Euro. Nee, das ist mir dann schon ein bisschen zu teuer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ihrerseits sieht sie aber einen Anzug für 200 Euro als angemessen an. Oder ein Basic-Pulli für fast 100 Euro. Die Marke wird über About You exklusiv verkauft. About You ist ein Online-Riese, welcher bereits viele Kollektionen mit sehr, sehr vielen Influencern hatte. Ob es jetzt Sonny Loops ist, Emma Louise, Kyla Shikes. Und das finde ich persönlich recht enttäuschend, da sie sich hier mit einreihen in eine Liste von langweiligen Influencer-Kollektionen, die schon tausendmal auf dieser Webseite verwertet wurden und als innovativ und zeitlos verkauft werden. Des Weiteren werden ihre Produkte in unterschiedlichen Ländern produziert, China, Türkei und Portugal. Ob China jetzt unbedingt sein muss, ist hier die Frage. Wenn Dagi damit leben kann, ist das fein. Nach der Schließung des Dagi-Shops, obwohl der voll gut lief, Nein, im Gegenteil, es läuft wirklich sehr, sehr gut, wurde er auch bei Instagram zu Casamara umbenannt und auf diesem Account wurde sehr, sehr viel angeteasert zu der Marke. Die Leute gaben relativ gemischtes Feedback zurück, zu teuer, zu einfallslos, unnötig. Doch wie sieht es mit der Qualität aus? Und ihr habt alle auf sie gewartet. The one and only, meine Mama Oksana Schulze, für diejenigen, die sie nicht kennen. Wer mich nicht kennt, ich bin Oksana Schulze, ich bin gelernte Modeschneiderin und ich freue mich, heute wieder eine Marke testen zu dürfen. Oder einfach mal drüber schauen, was da interessant ist, was die Welt noch nicht gesehen hat, ob die Welt das noch braucht. Ne? Ja. Insgesamt habe ich 5 Teile aus der Kollektion bestellt und habe dafür knapp 380 Euro bezahlt. Ein stolzer Preis für 5 Teile, aber wir sind hier, um die Qualität zu beurteilen. Soll ich dir einfach das erste Teil? Ja, komm. Das ist eigentlich so ganz modisch. Viele sagen, dass Hailey Bieber ist Vorreiterin in so Anzügen. Also vor 3 Jahren schon, also. Ja. Hailey Bieber ist eine Kandidatin, die für ihren Lessing-Look im Blazer bekannt ist. Es ist allgemein ein sehr angesagter Look, im Anzug zu laufen. Hailey ist auch nicht diejenige, die den erfunden hat. Diesen Look gab es schon vor vielen Jahrzehnten, sehr präsent mit solchen Schulterpolstern. So, also wir haben einen Blazer, der ist also ein bisschen oversized maskulin geschnitten. Also die Länge ist ja ein bisschen unter dem Oberschenkel endet. Also finde ich cool, kann man super kombinieren. Farbe ist Bombe. Also die Farbe finde ich richtig cool. Der Blazer ist gefüttert. Also die Verarbeitung habe ich mir schon vorweg angeguckt, deswegen muss ich hier mal keinen großen Drama machen. Also grundsätzlich ist eigentlich alles okay. Könnte man etwas sauberer den Reverse bearbeiten, dass man zum Beispiel, Reverse, das ist dieser Teil, ne? Achso. Der Kragen ist oben und Reverse, das ist dieses Teil hier auf der Brust. Also hier haben wir 5 mm Unterschied, ne? Das wird ja keinem auffallen, aber ich gucke schon einfach drauf. Aber ist okay, mein Gott, also da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Oh, das stimmt immer noch. Dieses Kleid liegt wirklich mittlerweile seit 5 Tagen hier in meinem Zimmer rum. Und es stimmt wie Huppe, ey, wie so ein Fischernetz, ganz ehrlich. Futter ist vernünftig verarbeitet, Polyestermischung ist auch okay, weil das ist Oberteil, das ist alles gut. Also das Teil finde ich grottig hier, also ganz ehrlich. Also das ist so plakativ, du kannst das einfach mal dein Schmuck dazu gar nicht mehr kombinieren. Ne? Du kannst das auch rausnehmen, aber dann hast du ein Loch. Entweder hast du so eine schöne Brosche wie ich, kannst du mal drüber mal klemmen, oder hast du Pech und du hast du ein Loch und siehst so schäbig aus. Oder du magst Dagi Bee so dermaßen, dass du einfach mal mit der Brosche auch rumläufst. Also, welche unterschiedlichen Blazerarten gibt es denn? Taillierte Blazer, Long Blazer, kurze Blazer, unterschiedliche Reverse-Arten, Kragenarten, ohne Kragen. Es ist je nachdem, was jetzt gerade mal so in ist. Jetzt ist im Moment Oversize Blazer in bunten, knallen Farben total in, finde ich geil. Aber ist das ein Oversize-Blazer oder ist es ein maskuliner? Das ist etwas maskuliner Schnitt, so ein gerader maskuliner Schnitt. Oversize ist es nicht. Also, aber ich finde eigentlich okay. So, also zwischen 59 und 79 wird schon kosten. 99. Ja, okay, das ist noch 20 Euro drauf bei Dagi Bee. Okay, die Hose, nein, die ist vernünftig geschneidert. Die hat ja so ein bisschen wie Marlene-Hose-Style, ne? Oben ganz schmal und unten breit. Das wird in diesem Jahr auch mal laufen und mit ihrem Namen auch. Da gibt es nichts zu fügen. Die Farbe ist gut und den Namen muss ich zeigen. Mhm. So, 39 Euro. 69 Euro. Dagi auf Schlag 20. So. Ja. Dagi, ne? Ist das etwas, was die Welt noch nie gesehen hat? Ja, das wollte ich mal gerade sagen, weißt du? Also die Kollektion besteht aus 8 Teilen, ne?
Also ja, da ist nichts. Die haben das schon zigmal rausgebracht. Jetzt musste man einfach mal durch irgendwas überzeugen. Ne? Das musste entweder toller, innovativer Schnitt sein oder so eine perfekte Mischung aus Materialien, irgendwie Wolle und Kaschmir und ach, was weiß ich, irgendwie herausragendes. Oder ist das mal irgendwie so fair produziert, dass die Bauer die Jacke zu Fuß hergebracht haben, weil die so glücklich sind, ne? Weil die denken, wow, das ist echt, die wollen sich dafür noch so persönlich bedanken. Mal abgesehen davon gibt es bei About You anscheinend nachhaltige Dinge oder Zertifikate und Symbole, die zeigen sollen, woher das kommt, dass Materialien aus biologischem Anbau genutzt wurden. Bei den gängigen Influencer-Kollektionen gibt es keinerlei Nachweis für irgendwelche Zertifikate. Inwiefern man einem Fast-Fashion-Riesen überhaupt bei dem Thema glauben kann, ist natürlich die andere Frage. Es muss irgendwas sein, was man Basic-Kollektion als irgendwas noch so anerkennt und sagt, oh, das ist kein Fast-Fashion-Kollektion, der 120. was schon Hans und Franz rausgebracht hat. Und das ist jetzt noch so ein i-Tüpfelchen. Und das vermisse ich hier. Da ist es, das ist kein i-Tüpfelchen. Es ist vernünftig geschneidert, bis auf ein paar Marken, aber die sind nicht relevant. About You ist der Vorreiter, was Influencer-Kollektion angeht. Hintergrund ist zielgerichtetes Marketing. Der Fernseher erreicht irgendwie von 6 bis 99. Und da, wir erreichen genau die Zielgruppe, in dem Fall von 14 bis 30, das ist einfach unschlagbar. Und das haben die natürlich erkannt. Und die denken, okay, also die Kollektion ist nichts, aber der Name ist wichtig. Ne? Besonders weil Influencer von dieser Zielgruppe enormes Vertrauen genießen und sie eine Empfehlung abgeben und diese dankbar angenommen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist dadurch viel größer, dass die Zuschauer auch diese Produkte kaufen, weil sie erstens ihre Lieblingsinfluencer unterstützen wollen, als auch sich auf ihre Empfehlung verlassen. Weiter ging es mit dem Casamara-Pulli. Also das ist ein Pullover, was mein Vater nochmal in Sowjetunion-Zeit aus Polen mitgebracht hat. Da stand hier Hugo Dos, das war so wie Hugo Boss. Auf jeden Fall, es war cool vor 30 Jahren, ne? Wir haben einen Oversize-Pullover und es ist alles super und toll und es ist wirklich ein Oversize-Schnitt. Aber, Leute, du kannst mir doch nicht erzählen, dass diese ausgeleitete Bündchen, was überhaupt gar keine Elastizität hat, das ist einfach mal jetzt schon ausgeleitet, dass das nach einer Wäsche noch irgendwie in Form bleibt. Ich bin mir sicher, das wird so wellenförmig sein. Weiß ich nicht. Also ich sag nur aus meiner Erfahrung. Genauso wie diese Abschlussbund. Wo ich dann bei Bläser und der Hose hätte noch gesagt, okay, mit 20 Euro pro Teil, Tageaufschlag, okay. Aber da bin ich raus, also ganz ehrlich. Also der Vorteil ist reine Baumwolle und du darfst in dem schwanger werden, ne? Du wächst mit, da passiert nichts. Der Pulli wächst mit, ne? Ja, ja, 39 Euro. Ne, 89 Euro. Wie empfindest du die Kollektion? Ist das eine... Das ist keine Kollektion, das sind 8 Teile. Als vorletztes in petto haben wir die Jogginghose. Also wir haben hier Jogpants. Wieder mal Unisex, was ich sage, ne? Kein Aufriss im Design und so und bla bla bla. Also auf jeden Fall... Auch mal farbmäßig ist auch mal so, dass sowohl für Frau als auch Mann passt. Wir haben ein paar nette Details, so eine Eingriffstasche mit so einer Leiste, das ist auch mal so ein Merkmal. Ja, das Ding, ja, okay, lassen wir noch durchgehen. Braucht man nicht, aber naja. Tunnelzug, also kann man die Hose mal auch mal etwas mal enger schnallen oder enger binden. So wirklich chillige Hose, du kannst mal am Sofa chillen, du kannst mal losziehen, gleich mal irgendwie zu Edeka noch Bierchen holen. Und da haben wir noch ein paar Details. Wir haben hier mal Reißverschluss. Gibt's da nicht viel zu sagen. Also 39 Euro, da bin ich dabei. Ich meine, so, boah, ich brauche das nicht. 69 Euro. Ja, alle wollen verdienen. Alle wollen verdienen. Und als letztes haben wir uns das T-Shirt mit dem verwaschenen Casamara-Design angeschaut. Also wir haben hier, ich weiß nicht, was du sagen würdest, aber ich würde sagen, so sieht das aus, wenn man seine Brille nicht auf hat. Also alles Geschmackssache, aber du hast recht, das ist so ein bisschen verwaschene. Aber ich sehe das als Schlafshirt. Oder wenn man irgendwie eine PMS hat und man trotzdem trainieren möchte. So kastig, oversizig, also da ist ja auch nicht viel zu sagen. Das so nicht anspruchsvoll. Ich stelle nochmal die Frage, warum sitze ich hier und verplempere meine Zeit und rede über eine Kollektion, die wir schon 1000 Mal gesehen haben, in jedem Schaufenster vor mehreren Jahren. Weil die Leute das sehen wollen, die haben uns gefragt, Mama. Ja, okay. Also ich mache das für euch, Leute. Ja, dafür müssen wir jetzt ein Like geben. Aber sag mal, ja, gib mir ein Like. Sonst mache ich gar nicht mit. Aber sag mal, ist das wirklich gewollt? Es fehlt nochmal Wäscheetikett hier, Mann, oder Wäscheanleitung hinten.
Also ich habe gesehen, es soll innen sein, die draußen zu platzieren. Den also meine Mutter hätte mich bestimmt immer angetatscht und gesagt, boah, hast du wieder verkehrt angezogen. Ne? Im Laufe des Videos habe ich mir die Frage gestellt, könnte man nicht theoretisch sagen, die Kollektion ist auch in irgendeiner Weise nachhaltig, weil sie zeitlose Designs hat? Ja, es kommt darauf an, wer das sagt. Wenn das mal ein Produzent sagt oder als Influencer, der das mal jetzt mal entworfen hat, ne, dann würde ich sagen, also ich habe eine Kollektion entworfen, die sowas von unisex und nachhaltig ist. Ich kann mit meinen 8 Milliarden Leuten anziehen und die über Jahre brauchen gar nichts einkaufen. Oder ich würde sagen, da hat man eben deine 0850-Kollektion rausgebracht und vermarktet Teile für Schweinegeld, die okay von Qualität so okay sind, von Design ist Geschmackssache, aber das ist einfach so wie so eine unendliche Quelle. Wie beschreiben wir die Marke Casamara? Unisex, zeitlos, zynisch gesagt, langweilig. Nicht, weil es Basics sind, sondern weil es eine Vielzahl dieser Art von Produkte gibt, entweder auf About You oder auf sämtlichen anderen Webseiten. Zwar soll die Marke unabhängig von Dagibi funktionieren, jedoch hebt sich die Marke nicht sonderlich ab und ihr Gesicht wird für die Werbekampagne genutzt. Und ist es das, was die Welt braucht? Noch mehr Basics, noch mehr Kollektionen, die sich unabhängig von ihren Influencern etablieren wollen? Man könnte aber argumentieren, die Qualität der Basics ist gut ausgefallen. Sind ja es Teile, bei denen man viel falsch machen kann. Ja, und da hast du gut erkannt. Da kann man nicht viel falsch machen. Also du brauchst da kein Studium abschließen, um einen kastigen Schlafschild rauszubekommen mit ein bisschen Wischiwaschi da vorne. Das macht man. Ich will jetzt nicht schlecht reden. Also das ist alles okay. Nur das ist nichts Neues. Das hat die Welt schon tausendmal gesehen. Teile, die Welt schon tausendmal gesehen hat. Und zu Recht fragt sich meine Mama, warum sitze ich hier, verplempere meine Zeit und rede über eine Kollektion, die wir schon tausendmal gesehen habe. Nur weil man sein Logo auf ein paar Basics klatscht, wird die Kollektion dadurch nicht besonders, wird die Marke dadurch nicht besonders. Diese Teile werden als etwas Großartiges angegeben, die Qualität war anscheinend in Ordnung. Jedoch kann es nicht sein, dass Influencer immer dieselben überteuerten 0815 Sachen verkaufen und das zur Standardqualität. Ich meine, ist es wirklich gut, wenn es deine Mindestanforderungen erfüllt? Und welches Fazit zieht die großartige Oksana Schulze daraus? Also wenn ihr das mögt, wenn Opa und Oma hat zu viel zu Ostern Geld jetzt mal spendiert, könnt ihr auch machen, aber ansonsten geht es auch billiger und in schöneren Farben. Es ist einfach mal wieder mal neue Fast Fashion mit 8 Teilen für 8 Milliarden Leute. Und wer so viel Geld für Basics ausgeben will, den will ich nicht abhalten. Aber die Absicht hinter dieser Marke erschließt sich mir nicht. Für mich ist das nur eine weitere inszenierte Influencer-Kollektion von About You, die nur eins im Sinn hat, und zwar die richtige Zielgruppe zu erreichen. Und das mit Basic-Klamotten. Und deswegen steht die berechtigte Frage im Raum, brauchen wir noch eine weitere Influencer-Kollektion, die unabhängig von ihrem Influencer funktionieren soll, aber dieses sich gar nicht verkaufen würde, wenn nicht das Gesicht der Influencer drauf wäre? Diese Frage lasse ich offen für euch, denn ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, als auch ein Abo. Wenn ihr da irgendwo Interesse habt, dann schreibt mir einfach mal, dass wir vielleicht mal noch irgendwas unter die Lupe nehmen sollten. Das machen wir gerne für euch. Und schreibt in die Kommentare, wie großartig meine Mutter ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr mit einem neuen Video von eurem Girl Sascha. Ciao. Bye, guys.